ich heiße Masuma Turfa. Ich komme ursprünglich aus Afghanistan, bin in 2014 durch die DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, nach Hohenheim gekommen und bin bei Female Fellows als Mitbegründerinnen von Anfang an dabei. Ich bin Ferechte, ich bin 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus Afghanistan, aber bin im Iran geboren und seit 2016 wohne ich hier in Deutschland mit meiner Familie. Derzeit studiere ich. Seit Frühling 2022 arbeite ich mit Female Fellows und ich bin da halt Eventorganisator bzw. Eventorganisatorin. Genau, alles rund um die Workshops, Veranstaltungen und Events sind meine Aufgaben. Ich bin Simone, ich bin 38 Jahre alt und vor 2 Jahren bin ich zu Female Fellows gekommen. Also genau jetzt im Sommer werden es 2 Jahre. Und ich war damals in meiner Elternzeit und habe dann sozusagen irgendwie ein bisschen was gesucht, was ich noch machen kann. Ich habe ganz klassisch, wie glaube ich die meisten, im Tandem-Matching gestartet. Und darüber bin ich dann irgendwie in die Projektorganisation mit reingerutscht und unterstütze jetzt Masuma sozusagen bei unserem Förderprojekt Empowerment. Das heißt, ich bin immer noch für das Tandem-Matching Ansprechpartnerin, mache aber auch Finanzbereiche. Ich mache diese Antragstellung für Förderprojekte, Reportings, alles was dazugehört. Und ich habe das Glück, dass ich auch noch ein bisschen bei der Eventorganisation mit unterstützen darf. Also ich mache wirklich irgendwie ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, was es natürlich spannend macht, da einen Einblick zu bekommen. Female Fellows steht für Frauen, für Empowerment von Frauen, mit und ohne Migrationshintergrund, für Frauen, die in Deutschland waren seit langer und die neu nach Deutschland oder nach Stuttgart spezifisch jetzt hier kommen, obwohl wir nicht nur in Stuttgart sind. Female Fellows ist in Stuttgart, in Bietigheim, Bissingen und in Tübingen und langsam auch nach Berlin. Da steht Female Fellows überall in Deutschland und auch auf EU-Ebene für die Empowerment von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund. Einmal auf Community-Local-Level, sagen wir, so dass die Frauen mit und ohne Migrationshintergrund in diese Communities zusammenleben. Das ist Raising Awareness. Unsere ersten Ziele für alle, die hier sind. Wir versuchen auch in diese Policy Talks teilzunehmen auf EU-Ebene, so in Berlin zum Beispiel ab und zu, dass die auch wissen, was auf Community-Levels, auf Grassroots-Niveau, was da läuft, was denken die Leute, wo sind die Herausforderungen, wo sollen wir da besser Zeit und Ressourcen investieren. Aus meiner Sicht ist es auch wichtig, was die Förderprojekte angeht. Dadurch, dass wir hier ja alle ehrenamtlich arbeiten und, sag ich mal, das kein 40-Stunden-Job ist, wo man tagtäglich dran arbeitet, mehrere Stunden, ist es oft schwierig, vom Projektstart die Ziele und die Strategien, die man sich gesetzt hat, innerhalb eines kurzen Zeitraums umzusetzen. Das heißt, wenn wir ein Förderprojekt von 6 Monaten oder einem Jahr haben, ist es ganz oft, haben wir schon gemerkt, wird es schwierig, da wirklich so ein bisschen PS auf die Straße zu bekommen. Und deswegen fände ich es, glaube ich, auch irgendwie so langfristig gesehen toll, wenn wir Projekte hätten, die vielleicht über 2 oder 3 Jahre laufen, damit man auch wirklich strategisch da ein bisschen das mehr ausbauen kann. Das würde ich mir, glaube ich, so ein bisschen als Ziel wünschen und ja, dahingehend auch ein bisschen so die Projektauswahl und Akquise steuern. So Locals und Newcomers anmelden bei uns. Die können sich entweder per E-Mail oder auf unserer Homepage, wir haben da Database, die können sich anmelden. Es gibt Formulare für die beiden Parteien. Dann schauen wir, wo die herkommen, zum Beispiel, wie alt die sind, je nachdem, wo die wohnen, ob die Kinder haben oder nicht, wann haben die Zeit, was für die Hobbys die haben und wer passt zu wem am besten. Jeder in unserer Gruppe, also unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter, auch von unseren Mitgliedern, Frauen, die bei uns Mitglied sind, Tandem sind, dürfen Ideen vorschlagen, zum Beispiel, wenn sie sagen, ja, wir haben diese Idee oder diese Idee.
Das nehmen wir gern an und wir versuchen jeden Monat so einmal ein Teammeeting zu haben. Und in diesem Teammeeting werden wir diese Ideen überprüfen, ob das Thema und Motto von dieser Veranstaltung zu unserem Ziel passt, also Frauen für Frauen. Da ich viel und oftmals mit Frauen und auch mit kleinen Kindern was zu tun habe, habe ich gelernt, geduldiger sein, pünktlicher zu sein. Also ich kann behaupten, das war ich. Also ich war immer pünktlich oder geduldig. Aber dadurch, durch meine Tätigkeiten bei Female Fellows, habe ich die Eigenschaften quasi verstärkt. Das ist eigentlich, warum fokussieren wir uns auf Frauen? Das ist fast die Antwort auf deine Frage, weil es da sehr viele Bedürfnisse für, spezifisch für Frauen gibt. Frauen, die aus so unterschiedlichen Ländern, Communities, Städten nach Deutschland kommen, die haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gehabt. Wir versuchen, die Frauen diese Möglichkeit zu geben, dass die über ihre Rechte hier in Deutschland zu hören, informiert werden und tun, was die genau hier die für die Möglichkeit haben. Ich hatte eine Frau kennengelernt, die war bei meinem allerersten Event, das ich auch selber organisiert habe, dabei. Und wir haben uns, sie konnte nur ganz wenig Deutsch, ganz wenig Englisch. Wir haben uns irgendwie mit allem Möglichen unterhalten und haben aber so, so viel gelacht. Und dann habe ich die ein paar Monate später gesehen und auf einmal konnte die so super toll Deutsch sprechen. Und dann war irgendwie so diese Herzensverbindung, die wir beim ersten Treffen hatten, plötzlich nochmal so auf einer ganz anderen Ebene, weil man sich auch das alles dann so sagen konnte. Und das war für mich irgendwie echt eine ganz tolle Begegnung. Und was ich auch schön finde, ist, dass wir jetzt seit über einem Jahr bei uns im Team sehr junge Frauen haben, die alle Flüchtlingshintergrund mitbringen und wie die sich entwickelt haben. Und wenn man denen irgendwie so die Chance gibt, Verantwortung zu übernehmen, dann sind die da so aufgeblüht. Und das finde ich auch total schön. Und irgendwie macht mich das stolz, so ein Teil davon zu sein, die begleiten zu dürfen und das mit ihnen so zusammen zu sehen und zu sehen, wie die das jetzt alles so ganz selbstverständlich und selbstorganisiert machen. Das ist auch echt toll, also sowohl bei den Tandems als auch bei dem Team irgendwie zu sehen. Wie kann das, wenn wir das so sehen, denke ich? Wenn wir sehen, dass einer nicht die ganze Zeit Schutzsuchender ist und die andere soll die zum Beispiel nicht die ganze Zeit die Locals, die Newcomers helfen soll. Beide Parteien haben Interesse, was von einander, von anderen Kulturen, anderen Ländern, anderen so Hintergründen und die Menschen mit anderen Biografien zu lernen. Das ist eigentlich die auf Augenhöhe, wenn wir uns gleich sehen. Ehrlich gesagt, an erster Stelle ein großes Budget, weil wir haben wirklich viele Pläne und viele Events, viel zu viel wirklich für Frauen haben wir uns nachgedacht, aber das Problem ist immer und immer erstens Budget und zweitens Räumlichkeit. Genau, diese zwei Probleme haben wir oftmals gehabt. Genau, also ich würde mir mehr Sichtbarkeit gern für die Tandems wünschen. Dadurch, dass wir mit viel mehr Fellows mehr nach außen treten können, akquirieren wir, glaube ich, viel mehr Frauen und haben dann auch vielleicht ein bisschen einen besseren Ausgleich. Im Moment ist der Rücklauf immer sehr einseitig und dann ist es schwer, da irgendwie Tandems zu matchen. Und da würde ich mir wünschen, wenn wir mehr Sichtbarkeit haben, mehr nach außen auftreten, da dann natürlich irgendwie das ein bisschen auszugleichen. Und was ich auch ganz toll finde, wenn wir mit Einrichtungen mehr zusammenarbeiten, die das gleiche Ziel haben wie wir sozusagen oder auch sich die gleichen Herausforderungen und Aufgaben stellen, weil ich denke, dass man gemeinsam viel mehr Synergie nutzen kann. Da hat jeder seine Erfahrungswerte, jeder auch seine Möglichkeiten an Umsetzungen und dann auch wirklich Leute zusammenzuführen. Und das fände ich auch ganz toll, wenn man da irgendwie noch mehr und enger zusammenarbeitet. Mein Name ist Anastasia. Ich bin Taekwondoka schon seit über 20 Jahren. Ich hatte die große Ehre, einen Selbstverteidigungskurs für Frauen zu leiten. Es war ein wunderschöner Workshop. Es war eine super tolle Erfahrung.
es war super toll, dass sie alle so mitgemacht haben. Eine hat sogar so gut mitgemacht, dass sie mir mein Handgelenk ausgekugelt hat. man muss manchmal nicht die gleiche Sprache sprechen. Es geht auch durch Gestikulieren und Handbewegungen und deswegen, es gibt keine Grenzen. Oh, the sky is the limit. In meinen Augen steht Female Follows für starke Frauen, die sich für starke Frauen einsetzen. Ich bin Samhar Zersemay. Ich komme aus Eritrea. Seit 2022 bin ich nach Russland gekommen. Und ich bin Anna Arndt. Ich wohne hier in Stuttgart. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Mittelhessen und genau, wohne seit 5 Jahren in Stuttgart. Als ich neu war, als ich nach Russland gekommen bin, kenne ich niemand hier, weil ich bin alleine hergekommen. Ich möchte Leute kennengelernt, damit ich verstehe, was gibt in Russland, wie sieht aus alles und meine Sprache auch zu verbessern. Und ich habe gegoogelt und recherchiert, dann angemeldet. Ich habe eine E-Mail auch geschrieben, dann sofort eine Antwort bekommen. Und dann habe ich mit Anna kennengelernt. Und ich habe aktiv auch nach was gesucht, mich zu engagieren hier in Stuttgart. Genau, ich habe mich angemeldet, um dort zu unterstützen, gleichzeitig auch um selbst was zu lernen und ja, immer offen zu bleiben für neue Dinge und Dinge auszuprobieren. Ich finde, das ist auch genau das, was man dann auch jeden Tag rausbekommt. Ich finde, wenn wir dann zusammen einen Tag verbracht haben, das ist, gibt ein total schönes Gefühl. Gemeinsam haben wir bei 2 Events, glaube ich, teilgenommen. Das eine war ein Workshop zu Frauen und Integration. Und das andere war ein Treffen mit vielen Frauen, mit interkulturellem Essen und Tanz, würde ich mal sagen. Ich finde es sehr spannend, die Erfahrungen dann, andere Leute auch kennenzulernen aus anderen Kulturen, dann auch gemeinsam zu machen, weil es doch immer spannend ist, nochmal ganz andere Kulturen zu sehen. Da gibt es ja auch noch ganz viele Frauen aus ganz vielen anderen Ländern. Und da gemeinsam in Kontakt zu treten, vielleicht sich auch mit anderen Tandems auszutauschen, was die so gemeinsam machen oder was für Aktivitäten auch wir noch machen könnten. Und das eben zu teilen, die Erfahrung gemeinsam zu machen, das finde ich sehr schön. Also ich würde sagen, das Tandemsein hat mich schon verändert, in dem Sinne, dass ich offener bin und durch ganz viele Dinge oder auch Perspektiven, die wir in Gesprächen haben, die Semma dann aufzeigt, wo du dann sagst, bei uns ist das ganz anders oder ich kenne das ganz anders. Einfach mal wieder sich ja ins Gedächtnis zu rufen, dass die eigene Sicht ja nicht die ist, die alle Menschen teilen, bei weitem nicht. Und dass es ganz, ganz viele verschiedene Blickwinkel auf Themen gibt und auf Traditionen. Das ist sehr, sehr spannend und da kann man sich auch ständig nur weiterentwickeln, würde ich sagen. Wenn ich mit Anna getroffen habe, lerne ich durch Wörter, damit ich auch meine Sprache verbessern kann. Und ich lerne auch viel über kulturelle Unterschiede. Also du erzählst ja oft, wie es in Eritrea, als wir zum Beispiel in der Wilhelma waren, was für Tiere es dort gibt und vielleicht so hier, wie die Landschaft dort ist, wie euer Schulsystem ist im Vergleich zu unserem. Female Followers für mich ist Freundschaft und ich habe bei Female Followers viele Leute kennengelernt. Ich habe verschiedene Ausländer, Frauen kennengelernt. Ich habe auch mit gemeinsam und einander auch viel gelernt von verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Kulturen. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde auch, Freundschaft ist was Schönes, was sich daraus entwickelt hat. Ja. Und ansonsten finde ich, ist es ein total spannendes und den Horizont erweiterndes Ehrenamt, wo man, wie du gerade gesagt hast, viel lernt und viele starke Frauen kennenlernt. Gerade bei dem
Workshop oder bei der Veranstaltung, wo wir waren, mit dem interkulturellen Essen und dem Tanzen. Das fand ich total beeindruckend zu sehen, wie viele Frauen da aus verschiedenen Ländern da waren und auch in der schönen traditionellen Kleidung und dann zur Musik alle gemeinsam getanzt haben. Das fand ich richtig schön. Ist das, was man sonst ja kaum wahrnimmt, wenn man sich für sowas nicht öffnet. Und ist eine total schöne Erfahrung, die man sonst echt verpasst, finde ich.